Yo lo de Antigantorre existía Entschuldigung, also wir sind stehen geblieben beim Kurs, im Kurs und ja, gucken wir uns doch mal an. Brim Oh mein Gott. Yipsi. Ich glaube, das ist schon fast ein bisschen zu leise, würde ich sagen. Entschuldigung, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, aber das kann ich ja auch nicht ändern. So, danke. Das ist reich, ja. Dann hat er laut genug dann. Kisana. Ich glaube, die Stimme wird wieder auf 100%. Dann hat er sich mal auch eine tolle Folge. Ich lande es auch gleich wieder heute hoch, denke ich mal. Ich kann einfach kaum noch warten. Ja. Oh, Adisa. Okay, und jetzt gehen wir gleich. Oh. From Pompeii. Who's like oh. Jeff now? Oh. Oh mein Gott, Alter. Alter. Oh. Baby Mann. Billy. Ich bin Mächtel. Okay, warum so? Oh, yeah. Yibs, Sharuna in a prep. And the cousin. And my four. Susu. Klingt noch ein bisschen schlechter, wie zum Beispiel. Ein. In Jafibna. Moment mal, was ist ein guter Anmachspruch? Oh, wow. Fumble, Wumble. Okay, dann würde ich jetzt echt heftig. In Jafibna. Oh. Parbea. Moment mal, ein guter Anmachspruch ist zum Beispiel, ich kann eine Frau sagen, ist in 5 Euro, ich setze mich da drüben. Also wenn man in eine Bar geht und dann zu einer Frau hingeht und sagt, ich gebe dir hier 5 Euro, ich setze mich da drüben an den Tisch, gönn dir ein paar Trinks, wenn du nicht anfange, richtig geil auszusehen, komm rüber und sag's mir. Oder man sagt zu einer Frau, mein Name ist, wenn, sie geht einfach, mein Name ist, diesen Namen musst du heute Nacht noch stöhnen. Das ist ein Anmachspruch, den man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man nicht irgendwie empfindlichen Körperteile riskieren will. Ja, ich hab einfach mal gehört, aber ich gönn's natürlich irgendwie an. Natürlich. Warum eigentlich? Nee. Es gibt genug Anmachsprüche, darüber wir können da auch immer reden. Aber ich glaube, Schubert hat dann nicht angefangen mit solchen Anmachsprüchen, glaube ich, nicht angefangen, weil dann wäre nur schnell auch die Ufer geworden, so schnell da gar nicht gucken können. Was ist denn das? Anna niesen. Sie muss niesen. Haha. Ja. Gut. Das ist noch immer so ein Lampenwald. Ich glaube, da muss ich jetzt noch ein paar Lampen abhängen, weil das sieht echt nicht mehr normal aus. Ich glaube, es gibt auch mehr schlechte Anmachsprüche. Der hat schon wieder die Musik an, oder? Ja. Oh mein Gott. Ein musikalischer Typ. Sehr kokett. Danach kalt duschen. Kalt duschen. Kann man das vielleicht aufräumen? Da ist Tierkäse. Okay. Also da ist nicht mehr. Zack. Ja, jetzt wird es wirklich. Was macht da als letztes den Dusch da? Dunder Wallake. Ich mach das jetzt mal aus. Oder warum nicht einschalten? Und was macht er? Ach, er geht ins Bett.
Okay. Wie geht's ihm dann so? Ach, dem geht's ja perfekt. Das heißt aber, der ist gleich ausgeschlafen und dann steht er wahrscheinlich mitten in der Nacht auf, oder was? Nee, doch nicht. Er steht um 5.30 Uhr auf. Kurz vor 6 steht er auf. Also. Ja, also da ist nichts, das könnte ich nicht, wahrscheinlich. Oh ja, müsste ich gerade noch wegen der Schule, da muss ich 6 Uhr aufstehen, aber gerade nicht mehr. Und müsste hier mit aufstehen, dass für die Schule entschlossen die Kommentare. Ja, genau, er greift ja wieder durch die Wand. Aber er macht wenigstens das, Ah, was man ankündigt. ja. Und danach ist er gut gekillt. Dann muss er eigentlich wieder arbeiten gehen. Was haben die für Arbeit? Sehr selbstsicher. Das heißt, er kann jetzt einfach mal ein Schauen schreiben. Ein Motivationsbuch ist. Das ist gut. Was könnte man da als Titel nehmen? Motivation für Vollidioten. Gehört ein Motivationsbuch. Das wird ein Bestseller. Oh, Das wird doch kein new richtiger shit. Bestseller. Oh, er kann wirklich Liebesmärchen kann er ausschreiben. Genau. Oh mein Gott. Und danach müssen wir jetzt mal was zum Essen machen. Witze schreiben üben. Das ist eine Tagesaufgabe. Danach kochen. Fisch-Tacos. Ich kann nichts lesen, also. Danach, wenn er dann gegessen hat, oder das Buch, dann da draußen los. Ja. Er hat langsam Hunger und dann wird auf die Toilette. Ah.
Okay, jetzt. Reif. Und jetzt wird man halt gegessen. Ich schätze, dass ich wahrscheinlich dieses Haus hier nehmen werde und das weiterbauen werde. Oh, er kann schon die Kopfhütte erzählen. Ich werde das Haus weiter ausbauen und das andere, da wo mein Kind noch drin lebt, das würde ich verkaufen. Weil das Haus gefällt mir um die Ecke viel besser. Trotz der vielen Lampen, das gefällt mir das einfach viel besser. Weil ich einfach nicht weiß, ob ich ein Stockwerk drauf bauen. Und die Treppe kommt nach außen wahrscheinlich. Und ja. Und wir haben. So. Und jetzt leider nochmal ein Buch. Eigentlich, wenn der. Wenn der in die Not kam, muss man trinken auf die Toilette. Danach. Wenden und danach. Muss er wahrscheinlich weiter kochen, oder? Ja. Was ist das denn? Auf jeden Fall werde ich dann dieses Haus einfach rein und mit anderen wieder verkauft. Mitsamt den Möbel. Und dann haben wir nämlich auch hier unten ein bisschen Geld stehen. Aber halt muss er erst wieder 19 Stunden morgen praktisch. Also der Tag, der bei dem ziemlich morgen ist. Am nächsten Tag also. Ich könnte auch einfach haben. Ich könnte auch total einfach sagen. Und möchte es nicht so kompliziert machen. Was ist mit dir los? Ah. Bist du eigentlich dumm? Ich steh mal hier hin. Mein Gott, Alter. Ist der dämlich? So, und jetzt fortsetzen. Ha! Kippe heu immer! Aufräumen. Okay. Dann einfach kochen. Cool, okay. Dann sehe ich so Eier und Toast. So, danke. Und jetzt kontrollierst du doch. Essen. Darauf das Ende zubereiten. Oder irgendwas anderes zu machen, ja? Und packe die Küche wieder ab. Gucken wir einfach mal zu. Ja, danke. Oh, fangt dann alles drauf. Oh. Warum ist jetzt meine Pfanne? Oh. Oh Gott. Ich werde nicht anfangen. Nicht anfangen. Und natürlich, da wäre die Musik jetzt noch. Ich glaube, was. Was macht der da? Ich glaube, ich muss dem die Stereoanlage wegnehmen. Dann wurde er auch die ganze Zeit mit dem Tür. Oh mein Gott. So, so, Therese. Bei Landungsstern selber. Gut so. Oh, der Tag ist aus unserer Fassung. Da hinten schieben wir die Traube mal ein bisschen. Okay. Schreiben. Liebes mehr schreiben. Ich weiß, schreibe mir Liebes irgendwann danach an. Also Freunde. Obwohl ich mich ja noch nicht angekommen bin. Ich bin ja nicht im Schlaf. Die haben mich dann hingeknuckt statt. Aber es sieht ja auch natürlich gut aus. Was ich eigentlich so lustig finde, das wollte ich nur kurz mal anmerken. Mein Mannchen. Ich bin gerade nur abgeschoben in der Musik. Nochmal speichern, warum nicht? Ja. Was ja so lustig ist, bei Mannchen sage ich, dass es noch nicht so früh ist mit der Erziehung und bei dem Kind, beim Ami, das sage ich eigentlich, ja, ist doch in Ordnung. Wenn er so.
wenn er, jetzt habe ich gerade irgendwie abgestimmt, wenn er jetzt schon eine Freundin hat, ist halt so, ist schon ein bisschen gescheut, aber was soll's. Ah! Nein, du schreist nicht auf den Boden. Was soll ich dazu nur sagen? Tja, habe ich Spielmaschine gewonnen. Oh, hallo, Nachbar. Nachbarino. Das Spiel ist immer. Ich habe mir nie immer geschrieben, was hier noch da irgendwas zurückkommt. Ne, da kommt nichts zurück. Ihr könnt noch mal eine Schauerin schreiben. Poesie, nein, er schreibt sich Poesie. Na, du hast uns geschaltet. Ich bin das nicht, kann ich den Namen wissen, das ist du Schäfer. Ah, der war doch mal von meiner Haus hier. Meine Ehefrau. Und dann habe ich auch wieder rumgeschalten auf meinen Sim. Den Steve. Und die beiden wahrscheinlich sind noch nicht genau umgeschaltet. Nicht genau eingestellt in der Lautstärke. Ich habe da nicht mittlerweile laut genug. Und dann merkt man noch die Hintergrundgeräusche von Sims, damit sie leider machen. Also, die Sims selber, dass sie mit den sind, keine Ahnung. Das muss ich noch mal mir anhören selbst, um mit mir urteilen zu können. So, heutzutage werden die nicht mehr auf der Küche sind, einfach nur am Rechner heute eingekleidet dort. Wahnsinn. So, ich habe nur kurz geguckt, wie lange es noch dauert, die Folge. Dann würde ich irgendwann auch, dann würde ich irgendwann auflegen, dann würde ich irgendwann nicht mehr gucken. Oh, Sachliteratur. Man kann Liebesgedichte rezitieren. Und man kann seine Werke in einen Verlag verkaufen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich sein nächstes Buch veröffentlicht. Sein viertes Buch, glaube ich. Sein fünftes Buch, zwei Kinderbücher. Dann ein Ratgeber. Dann ein Ratgeber. Was hat er alles? Moment mal. Kurzgeschichte, genau, zwei Kinder, eine Kurzgeschichte und ein. Immer Kurzgeschichte. Ein Motivationsbuch und ein Policy-Buch, das ist ziemlich erfolgreich, was der macht. Schnapp Level 5 als Schriftsteller und seine eigene Karriere am Unterhalter, da ist noch nicht viel weiter gekommen. Hat er auch, aber auch ziemlich auch frei. Um die. Wahnsinn. Bei deinem Hobby, Beruf, Schriftsteller nämlich, ist er weiter als bei seinem eigenen Beruf. Das ist nicht unbedingt egal. Da hat er schon mal Fähigkeiten gewonnen, sein Schriftstellerberuf. Egal. Also 3 Uhr ist es gerade, und er kocht jetzt einfach mal. Danach geht er aber wieder ins Bett. Ach, Junge hat Hunger. Nein! Ach, Junge, nein! Nee, stopp, jetzt hör auf, hör auf.
Du, die sind etwa gerade vor dem Testgebiss, ja. Und komm schnell. Dann isst du kurz und danach gehst du wieder ins Bett. Mein Gott. Der dich dann dahin bringt, das hat auch bald verkauft, haben sie nicht da richtig viel Geld dafür. Hätte ich mal nachgeschimpft. Und da ist schon wieder die Musikbox dann. Die Stereoanlage, das ist ja Wahnsinn. Danke. Aber ich bin nicht gut ausgeschlafen. Danach gehe ich jetzt auf die Toilette verwenden. Und dann könnt ihr danach auch mal duschen. Erfrischende Dusche nehmen. Dann, danke. Mach einfach nur. Danach. Cool. Danach gehen wir dann arbeiten wahrscheinlich, oder? Wie lange hatten wir noch? 2 Stunden mit der Arbeit. Er wird die gerne danach wieder duschen. Ja, was weiß ich. Oh, Fitnessfähigkeit. Was? Wodurch denn? Dann macht er jetzt Schatten. Danach wieder bearbeiten, oder? Trainingshandbuch. Komm. Schreib noch kurz ein Trainingshandbuch. Was? Nein, ach, was soll's? Nein, das kann man nicht machen, oder? Ach, was soll's. Ich bin da mal ein bisschen bescheuert, aber egal. Hehe, sehe ich auch so. Oh, Rechnung. Oh. Oh. So eben sind Rechnungen in deinen Briefkasten geflattert. Gut, Tantiemen. Und du hast Schulden in Höhe von 3825. Ich muss da arbeiten. Stopp, stopp. Nee, du kommst schon zu spät zur Arbeit. Oh. Ja, ich rede noch bei der Arbeit. Mit Schulden in Höhe von 3825 Euro und du bleibst 48 Stunden, die sich beglänken, und probiert deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst dich zahlen, indem du dein Telefon den Computer oder den Briefkasten verwendest. Und sobald du dann arbeiten war. Oh, er wird richtig motiviert zur Arbeit. Er hat mal einen Verlag verkaufen, der geht dann runter. Und danach. Rechnung bezahlen. Er kann sich dann leisten. Ach du Scheiße. Fuck. Ach du Scheiße, Leute, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Ich muss dadurch etwas machen. Ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Leute, jetzt haben wir richtig ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das noch lösen soll. Ich glaube, entweder ich muss, wie viel kostet denn der Fernseher? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel wurde jetzt von dem Band, aber ich mal der Fernseher ja nie. Denn, also wie viel? Es würde eh nicht reichen. Toll.
die Flaschen verkauft hat. Wir müssen ja echt ein paar Schlangen verkaufen. Vielleicht eine Toilette. Und wenn wir leider all. Da. Und im Moment war das Mund nicht drin. Okay, stopp. Danke. So. Ich glaube, ich verkaufe das hier noch. Ich brauche keine Show, obwohl doch. Ich lasse es mal. Und das wird auch verkauft. Brauche ich auch nicht. Jo. Tja. Die werden auch noch verkauft, die leuchten ja. So, jetzt hat er aber richtig viel Geld. So. Das muss ich jetzt sein. Ich wollte die ja sowieso noch mehr geben. So Leute, ich glaube das reicht jetzt. Jetzt haben wir gerade nochmal diese Kriege abgewendet. Und jetzt haben wir natürlich die Geld verloren, aber das ist mir auch gleich dahin, wenn wir sie eben wieder hocharbeiten. Und jetzt weiter schreiben. Okay, ich verschnupfe mich. Ja. Okay. Na, das war jetzt mal echt knapp. Leute, das war's jetzt aber auch für heute. Jetzt haben wir einen Weg in den Überzogen, aber wir mussten jetzt einfach hier noch diese Krise abwenden. Weil sonst. Ja, da hat er das schwer gewonnen. Die Mann haben dann geschafft, aber trotzdem. Dann muss ich jetzt einfach noch gut machen. Ich danke euch immer fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.